Willkommen zu Zelda Ocarina of Time und wir sind, ja, in irgend so einem Becken, Becken gelandet. Ein Wasser, was nicht wirklich gewöhnlich ist. Denn anscheinend schwimmt hier etwas. Das mag uns anscheinend. Ja, ein Wassertentakel. Also, das ist echt unfassbar. Ein Tipp: an Land gehen. Nicht hier in die Nähe der Becken. Es ist wirklich gefährlich. Dann mit diesem doch gefährlichen Ding das irgendwie einfangen. Am besten ist es, wenn es welche Tentakel macht. Und dann draufdreschen. So gekonnt draufdreschen. Das macht schon wieder ein Tentakel. Weglaufen. Und wieder drauf. Glaubst du, kannst es aufnehmen mit mir, ne? Ja, nur weil du im Wasser bist. Du hast nichts ohne deine Tentakel, ne? So, vielleicht kommt ein Trick von ihm. Der ist ein bisschen, also der ist dem Endgegner wirklich gerecht. Nämlich 2. Er kann nämlich auch außerhalb seiner eigenen ein Tentakel gründen. Ja. Und dieser Tentakel versucht uns natürlich jetzt anzugreifen. Ja, den hätten wir erwischen können. Egal. Also, doppelte Tentakelkraft. Ja. Der Tentakel ist sehr doof. Ich hoffe, da kommen jetzt auch keine schlauen Tentakel noch. Da war ich lieber doch weg, weil ich habe den anderen Tentakel gehört. Da ist er nämlich. Nein, der ist zu... Ah! Wo ist der andere? Ach da. Ich dachte, er ist hinter mir. Ich dachte schon, wo ist der?
Okay. Ja, nimm die. Hahaha. Hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt mit meinem Schwert ankomme, ne? Ja. Ich glaube, das ist jetzt der letzte Angriff. Wenn wir ihn noch einmal treffen, haben wir gewonnen gegen ihn. Dann damit den Wassertempel erlöst. Er ist in einer guten Lage und nein! Warum greifen wir ihn nicht an? Warum? Der ist direkt auf uns zugerast. Hätte er nicht so oft springen dürfen. Ja, so flieht der Tentakel. Oder besser gesagt, die Magie des Tentakels. Und das ganze Wasser des Wassertempels verschwindet. So haben wir ihn befreit. Also jetzt den Wassertempel, ne? Kann man eigentlich den Wassertempel befreien? Ein neues Herz. Alle der Weisen. Wer ist die Weise des Wassers? Und damit kriegen wir unser viertes Amulett. Das Amulett des Wassers.
Na, wo ist der denn jetzt wieder hin? Na, er ist mal wieder schnell verschwunden. Wer war das? War das etwa... Nun gut, wir müssen jetzt etwas ganz schnell machen. Nämlich schnell auf diese Plattform. Und die Sonne anvisieren. Wir müssen die Sonne abschießen. Und da wir sie getroffen haben, gibt die Sonne uns etwas. Ein Pfeil mit Sonne. Wie komisch klingt das denn? Ein Pfeil mit Sonne? Mit Sonnenenergie nämlich. Diese Dinger nennt man auch Feuerpfeile. Und die können wir jetzt abschießen. Also sozusagen, ja, das Ziel entflammen. Das heißt, dieses hier plus dieses gleich dieses. Aber ich mag den Tag nicht so. Und was ist das? Ja? Das ist eine... Ja, gigantische Fee. Die gibt's manchmal an manchen Orten. Ich glaube, nur an den Orten, wo es eigentlich Skutullas gibt. Ich weiß es gerade gar nicht. Na egal. Was wir jetzt noch machen wollten. Ach, Quatsch. Zur Zitadelle der Zeit. Ja, die Zitadelle der Zeit. Unglaubliche Formen. Oh, wir müssen eine Belohnung kriegen. 47. Ich wollte jetzt nicht gegen euch Zombies kämpfen, eigentlich. Wenn du auf Schmusekurs gehst, echt unfassbar. Pferdchen! Pferdchen, Pferdchen, Pferdchen. Gut, dann gehen wir jetzt noch hier hoch. Nämlich die Skutullas. Abgeben. Ah.
Wäre nur fair, wenn es hell ist. Wir haben es nämlich dunkel gemacht. Gehen wir mal dorthin. Doch. Was ist hier los? Das tolle Haus brennt. Hier brennt ja fast alles. Und nein. Und da ist Sieg. Schnell hin zu ihm. Irgend so ein brauner Schleier. Das steht schon mal fest. Doch. Was macht er? Was tut er? Auf jeden Fall ist böse. Attacke! Das klingt nicht gut. Och man. Die schönste Melodie dieses Spiels. Kann er ja. Aber eigentlich wollten wir ja zu denen hier, ne? Skutulla-Haus. Und mit diesem Skutulla-Haus machen wir im nächsten Part weiter. Also, bis dann und ciao.